Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Afrika-Freunde. Ich möchte Sie auch nochmal ganz herzlich im Namen des Afrika-Live-Teams und des Deutschen Filmmuseums hier zu der 22. Ausgabe des Festivals begrüßen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder ein sehr vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben den aktuellen Filmen und den Filmklassikern hier bei uns und im Filmforum Höchst erwartet uns am Montag eine Lesung mit Eno Meoumessé, den ich auch sehr herzlich hier begrüßen möchte. Draußen war noch irgendwie, hier hinten sitzt er. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wir haben eine Podiumsdiskussion. Beide Veranstaltungen finden in der Titania statt in diesem Jahr. Wir haben ein Kinderfest bei Afroton am Sonntag und am Freitag, den 19., dann das Abschlusskonzert mit Sona Jubate in der Brotfabrik. Ich möchte mich zunächst auch noch mal ganz herzlich bei dem gesamten Team bedanken, die wirklich unermüdlich das ganze Jahr über eigentlich für dieses Festival arbeiten und ja, dieses Programm mit ja, möglich gemacht haben. Und ich möchte mich ganz besonders auch bei den Förderern bedanken, insbesondere bei den Förderern des Filmprogrammes. Das ist zum einen die Hessische Filmförderung. Da gilt mein Dank Stefan Limbach. Dann unseren Kooperationspartnern, das ist einmal das Institut Français, insbesondere hier vor Ort eben das Institut Franco-Allemand Sciences Historiques et Sociales d'Allemagne, wie es mittlerweile heißt. Und ich freue mich ganz herzlich, dass Dominique Petre da ist und möchte mich natürlich auch bei Pierre Monet bedanken. Dann möchte ich mich beim Filmhaus Frankfurt bedanken, bei Ralf Förk und bei dem Friedrichsdorfer Institut für Nachhaltigkeit, die auch schon seit jetzt 3 Jahren irgendwie dieses Festival hier begleiten und mit denen wir eine Veranstaltung am Sonntag mit dem Film La Sirène de Farfanny machen. Als weitere Sponsoren des Festivals möchte ich auch noch kurz erwähnen das Kulturamt hier in Frankfurt, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, die Landeszentrale für politische Bildung, wurde vorhin auch schon erwähnt, Brot für die Welt und das Diakonische Werk in Hessen. Wie in jedem Jahr haben wir neben den aktuellen Filmen eben unseren Schwerpunkt, der sich durch das ganze Festival zieht und eben auch die Filmauswahl mitprägt. Und das wurde eben vorhin auch schon draußen gesagt. Dieses Thema ist Generation Change in diesem Jahr. Wir hatten bereits im letzten Jahr die Podiumsdiskussion über Burkina Faso unter dem Thema Ein neuer Umbruch in Afrika, Burkina Faso. Damals waren eben die Ereignisse in Burkina Faso noch sehr frisch. Und das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen gefestigt, kann man sagen. Auch nach einem zweiten Umsturzversuch sind wieder tausende Menschen auf die Straßen gegangen und konnten dann endlich im Herbst letzten Jahres erreichen, dass unabhängige Wahlen durchgeführt worden sind. Das heißt, die Burkinabés lassen sich ihre Demokratie nicht mehr nehmen. Es zeigt sich dieselbe Tendenz auch in anderen Ländern, dass dort unabhängige Wahlen gefordert werden. Wahlen, die sich eben sozusagen gegen Herrscher richten, die seit vielen Jahren an der Macht sind. Und Burkina Faso wurde jetzt eigentlich sozusagen zu einer, ja, vielleicht so ein Paradebeispiel, eben weil es auch ein sehr positives Beispiel ist. Aber eben so diese Entwicklung, die sich jetzt in Burkina gezeigt hat, die zeigt sich so ein bisschen tendenziell auch in anderen Ländern. Und das ist auch so ein bisschen das, worauf wir auch in der Podiumsdiskussion drauf eingehen wollen. Ja, also direkt zum Thema eben, was jetzt Burkina Faso oder auch gerade der Senegal, wo es eben 2012 eben auch sozusagen das Volk oder eine Volksbewegung sagen, es geschafft hat, den Präsidenten daran zu hindern, nochmal zu der Wahl anzutreten. Dazu gibt es mittlerweile eben auch Filme, Dokumentationen. Zum Beispiel morgen um 18 Uhr läuft Boy Salom, die Revolution der Johnny Omaré. Das ist eben die Geschichte sozusagen der Bürgerbewegung, die ähnlich auch wie in Burkina Faso es dann geschafft hat, auch ausgehend von, sagen, von der Musik, von Hip-Hop, haben die eben eine Bewegung aufgebaut, der es dann gelungen ist, den Präsidenten wegzujagen. Und daran anknüpfend zeigen wir auch ein Kurzfilmprogramm hier am Montag, African Hip-Hop, wo es auch unter anderem auch einige Videoclips zu sehen gibt mit den Rappern Tiat und Kalifjö. Wir zeigen außerdem den Dokumentarfilm Une Révolution africaine, Les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré.
Der Film ist von einem Filmkollektiv gedreht worden, SEM Film. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich gegründet hat, um eben für die Menschenrechte einzutreten. Sie haben unter anderem auch ein Festival gegründet, das Festival Cine Trois Libre, vor einigen Jahren schon, und betreiben auch einen unabhängigen Radiosender oder auch, ich glaube, ein Internet-TV sozusagen. Dazu wird einer der Macher, der Journalist, Sangaré wird hier anwesend sein, auch in Höchst, und eben auch zur Podiumsdiskussion, und wird dann ein bisschen über die Situation erzählen. Musik allgemein spielt eigentlich auch bei diesen ganzen Bewegungen eine relativ zentrale Rolle. Wir haben es eben jetzt schon an diesen beiden Filmen oder an den beiden Beispielen genannt. Wir haben auch noch einige andere Filme im Programm, wo eben auch die Musik irgendwie eine bestimmte politische Rolle spielt. Das ist zum einen die Dokumentation über Fela Kuti, der auch damals in den 70er, 80er Jahren in Nigeria sich mit seiner Musik eigentlich auch irgendwie gegen die herrschende Regierung, gegen die Militärdiktatur gewendet hat. Wir haben den Film aus dem Sudan, Beats of the Antonov, das auch einem Volk gewidmet ist, die sich so also zwischen Südsudan und im Sudan irgendwie befindet, in so einer Zwischenlage, einer Grenzlage, und auch sehr viel angegriffen werden, und die sich versuchen, mit ihrer eigenen Tradition und auch mit der Musik dagegen zu wehren. Ein weiterer Film ist Au Pair, J'ouvre les yeux, wo es auch nochmal rückblickend auf den arabischen Frühling geht und die Situation in Tunesien beleuchtet, kurz eben vor dem tunesischen Frühling, wo auch ein junges Mädchen mit ihrer Musik sich gegen die Regierung stellt. Und vielleicht noch ein bisschen weiterem Sinne irgendwie, was auch sozusagen eigentlich nochmal so die Jugend zeigt, die sich eben gegen die überholten Normen gegensetzt, ist auch Stories of Our Life, wo es um Homosexuelle geht in Kenia, und wo es so mehrere, acht Kurzfilme geht, die so Geschichten erzählen aus Kenia und auch versuchen sozusagen dem gesellschaftlichen Thema auch ein bisschen Forum zu geben. Ja, soweit ein bisschen zum Programm. Aber jetzt möchte ich eigentlich sozusagen auch auf den Gast des heutigen Abends eingehen, Cheikh Fandamara Camara. I welcome you here in Frankfurt. Genau. Cheikh Fandamadi Camara ist in Guinea-Conakry geboren, ist dann in den 80er Jahren nach Burkina Faso gegangen, um dort an der Filmhochschule zu studieren. Eine der wenigen Filmhochschulen, die es in Afrika gibt, die mittlerweile aber auch schon wieder geschlossen ist. Er musste dann sein Studium aufgeben, unter anderem auch aus finanziellen Gründen, aber hat dann sozusagen in der Praxis weiter gelernt und hat dann irgendwie über eine längere Zeit lang mit vielen Regisseuren zusammengearbeitet, also war als Regieassistenz, zum Beispiel bei Cheikh Oumar Sissoko aus Mali, bei dem Film La Jeunesse, bei Dakar von Mohamed Camara, bei Macadam Tribu von Tsika Laplane, und konnte danach auch nochmal an der Filmhochschule in Frankreich, in INA, dann noch einen Drehbuchkurs absolvieren. Er hat in seiner Laufzeit dann auch viele Kurzfilme gedreht, unter anderem den Kurzfilmspiel Conorophili und Little John. Und hat dann mit Il va pleuvoir sur Conakry seinen ersten Abendspielen für den Spielfilm gemacht. Den Film haben wir auch hier im Festival gezeigt. Er ist damals sehr erfolgreich auf sehr vielen Festivals gelaufen, hat unter anderem den Publikumspreis auf dem FESPACO 2007 gewonnen. Und heute Abend sehen wir nun seinen zweiten Spielfilm. Und genau, ich freue mich, dass er hier ist. Genau. Okay. Il ne faut pas, Quelques mots gentils. Déjà, je suis très heureux d'être là. Ja, also ich bin ja sehr froh, heute Abend hier zu sein.
Je sais que mon premier long métrage est passé à Francfort, mais moi je suis pas venu. C'est ma première fois de venir ici et c'est très ambiant. Et la preuve que j'ai dansé tout à l'heure. Ja, und mein erster Spielfilm, der ist ja vor mir nach Frankfurt gekommen, der wurde hier gezeigt. Und heute bin ich jetzt in echt hier mit meinem zweiten Film und freue mich. À Francfort, la première fois que je suis venu ici, c'était de Stuttgart. Je suis juste allé à l'aéroport parce que j'étais de transit pour Los Angeles. Donc là, je trouve que Francfort, c'est magnifique. Je ne vais pas vous parler du film, vous allez le voir. Si après, vous avez besoin de me poser des questions, je suis disponible. Je vous remercie d'être venu. Also Frankfurt, ich habe mich wirklich dieser Stadt angenähert. Das erste Mal bin ich also nur so von Stuttgart bis zum Flughafen gekommen, um dann weiter nach Los Angeles zu fliegen. Heute Abend bin ich also hier. Ich werde jetzt keine großen Worte über den Film machen, sondern im Anschluss an den Film können wir ins Gespräch kommen. Merci. Okay, bon. Banter. Okay, maybe, ja. Ich würde vielleicht mit einer Frage anfangen. Das ist ja ein sehr komplexer Film, in dem sehr viele unterschiedliche Themen angesprochen werden, von der Situation der Frauen in Afrika über eben dann in Frankreich Identitätsprobleme und genau Mutter-Tochter-Verhältnisse und vielleicht die Frage, wie genau, was vielleicht die Ausgangsidee, die Grundidee gewesen ist und wie sich der Film oder das Drehbuch dann entwickelt hat. Ouais, c'est avec toi que j'ai parlé pour l'origine du film. Oui. Si tu retiens, mieux vaut, au lieu de repasser, tu peux l'expliquer. Parce que l'origine de ce film, non, en 1995, je crois, j'étais sur un film en tant qu'assistant réalisateur au Mali. Also es ist so 19, also es geht ja darum, die Grundidee zu diesem Film, wie war das? Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. 1995, ich war damals Re Regieassistent und arbeitete an einem anderen Film. C'était le film de José Laplaine, Zeka. C'est un réalisateur africain. Il s'appelle José Laplaine. Und ja, das war also der Film von einem afrikanischen Regisseur, der heißt José Laplaine. José Laplaine. Ok. Sur ce film, j'ai fait amitié avec l'ingénieur de son qui était français. Und ich habe also über diesen Film mit einem französischen Toningenieur zusammengearbeitet. Et après, je suis venu en France en 2010, en 1997 pour un stage à l'INA. Und ich bin dann 1997 nach Frankreich gekommen. Ich sollte dann einen Studienaufenthalt am Filminstitut machen. J'ai croisé le même ingénieur de son du Mali à l'INA parce qu'il faisait aussi un stage en son. Ja, und da ergab sich Folgendes. Ich habe den gleichen Toningenieur aus Mali, den habe ich dort wieder getroffen und der hat also auch einen Studienaufenthalt an diesem Institut gemacht. Il m'a dit, Cheikh, quand on s'est vu à Bamako, depuis là, je suis reparti à Bamako avec ma femme. On a adopté une petite fille malienne. Ja, und dann sagte dieser Toningenieur zu mir, Sheikh, wir sind also wieder zurück nach Bamako und wir haben dort ein malisches Mädchen adoptiert. Et ils nous ont dit pendant l'adoption que les parents de la petite fille sont morts pendant un accident de circulation.
Ja, und so im Verlaufe dieses Adoptionsprozesses wurde uns gesagt, ja, die Eltern, die sind beim Autounfall gestorben. Also dieses Mädchens, das da adoptiert werden sollte. Et moi, j'ai vu la petite fille, elle s'appelle Vanessa, comme dans le film. Ja, und ich hatte aber das Mädchen, und das heißt also Vanessa, wie im Film gesehen. Comme il s'appelle Fred, l'ingénieur du son. Comme on était très copains, on rigolait ensemble, on buvait ensemble et tout ça. Un jour, je lui ai dit, mais Fred, ils t'ont dit que les parents de la fille sont morts dans un accident de la circulation. Mais si un jour, par miracle, une maman se présentait à vous pour dire que je veux reconnaître ma fille, comment vous allez faire? Ja, und ich war ja also mit dem Fred, so hieß der Toningenieur, dick befreundet. Und ich habe ihm eines Tages, und wir sind ja auch oft ausgegangen, haben zusammen einen getrunken. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Ja, Fred, was würdest du denn machen, wenn jetzt eines schönen Tages ganz unverhofft die Mutter jetzt dieses Kindes vor dir stehen würde und würde sagen: Ich würde gern mal mein Kind sehen? Il m'a regardé, y a pas de réponse. Il me dit, mais check-toi, dès que tu bois un coup, c'est fini, tu racontes n'importe quoi. Ja, und Fred hat mich also nur angeguckt und hat gesagt, ja, also bei dir, also du hast ja wirklich sehr abwegige Ideen, also sobald du ein bisschen was getrunken hast, dann redest du ja also alles Mögliche daher. Et voilà, c'est l'origine du projet depuis 1995. Et voilà, l'écriture, comme vous avez vu, et ce que je vous ai raconté, c'est très différent, mais c'est l'origine de l'histoire. Also der Ursprung dieses Films, also der geht wirklich weit zurück, und das Drehbuch hat also erst über die La Jahre hinweg Gestalt angenommen, aber die Ursprungsidee des Films war das. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Habe ich jetzt damit deine Frage beantwortet? Oui, je crois, Oui, j'ai d'accord. tout son pour le OK. public aussi. Oui, et après, genau, dann dieser andere Teil der Geschichte eben, dass die Mutter eben vor so lange Zeit irgendwie nicht die Möglichkeit hatte, sozusagen mit ihrer Tochter Kontakt aufzunehmen. Was, also, ist das eine Situation, die irgendwie Est-ce que c'est auch aussi une üblich ist situation qui oder die häufig vorkommt, oder vécue wie ist sozusagen dieser Part der Geschichte irgendwie ou an. comment cette cette Achso, Entschuldigung, ja. ça c'est ce film c'est une situation universelle. Ja, also in dem Film geht es ja um eine universelle Situation. Sauf que il est tourné avec en Afrique avec des acteurs africains etc. mais la situation est universelle. Also die Situation ist ja ist eine universelle Situation. Es wurde jetzt zwar in Afrika gedreht mit mit Afrikanern. Une mère, on entend partout dans le monde les abandons d'enfants. Ja, und es ist ja so, dass Kinder verlassen werden oder sich überlassen werden. Das ist ja was, was überall auf der Welt vorkommt. C'est comme la prostitution. Toutes les femmes ou tous les hommes qu'on trouve dans la rue prostituées ont une raison. Des millions de femmes, il y a millions de problèmes différents. Le seul point commun est qu'ils sont tous dans la rue. Ja, und es ist ja so, das ist ja auch die Wurzel der Prostitution. Also es gibt ja, und das ist auch eine universelle Situation. Also viele Frauen landen ja auch auf der Straße und müssen sich prostituieren. Donc, cette femme, elle était dans une situation sociale, humaine. Elle ne pouvait pas se libérer pour aller rechercher sa fille, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y pensait pas. Le jour qu'elle a pu se libérer,
Son seul objectif, c'était de retrouver cette fille. Also, und diese Frau, die war ja am Anfang des Films in einer schrecklichen Situation. Sie konnte sich ja nicht aus, oder zunächst mal nicht aus dieser Situation befreien. Das heißt aber nicht, dass sie nicht an ihr Kind gedacht hätte. Und in dem Moment, wo es ihr möglich war, hat sie sich ja auch sofort auf die Suche nach ihrer Tochter gemacht. Et dans sa démarche pour retrouver sa fille, elle a opté de ne dire la vérité qu'à sa fille. Elle a menti sur tout le chemin. Parfois, je vais chercher ma sœur. Parfois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Elle a gardé la vérité à sa fille. Parce que une femme ne peut pas mettre un enfant au monde et raconter aux gens, j'ai fait un enfant et l'abandonner. C'est pas possible. Also es ist ja so, also die Frau, die hat nach rechts und links gelogen, hat nur die Wahrheit ihrer Tochter gesagt und sie hat also auch deshalb gelogen und Geschichten erzählt, weil sie ja nicht zugeben hätte können, dass sie ihr Kind ja im Stich gelassen hat. Et la métaphore de ce film, c'est la relation l'Afrique Occident, l'Afrique noire Occident. Und die Metapher dieses Films, bei der geht es ja um die Beziehungen oder die Beziehungen zwischen Afrika und dem Westen. L'Occident a volé l'âme de l'Afrique. Und der Westen hat also Afrika die Seele genommen. Et l'Afrique souffre à retrouver cette âme-là. Und Afrika leidet darunter, also diese gestohlene Seele wiederzufinden. La démarche est difficile, mais elle va y arriver un jour. Und das ist also ein ganz schwieriger Prozess, aber eines Tages wird es also, ja, wird es stattgefunden haben. C'est la métaphore du film. Ja, und das ist die Metapher des Films. Ja, was ich auch ganz interessant fand, eigentlich, dass eben in dem ersten Teil, da wirkt Kumba wie sehr, sehr stark, eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit und auch irgendwie sehr offen, sehr modern. Und in dem zweiten Teil natürlich durch ihre Situation irgendwie kommt sie in eine ganz andere Rolle als die Rolle, sozusagen, die sie in Afrika irgendwie eingenommen hat. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Natürlich ist sie da viel verletzlicher und auch wieder viel stärker auf ihre Tradition irgendwie bezogen, als eben in dem ersten Teil, wo sie in dem Nachtclub auftritt und eigentlich irgendwie eine sehr, sehr starke, irgendwie offene Persönlichkeit ist. Das nur so eine Anmerkung eher als eine Frage. Ja. Oui. Kumba, c'est l'Afrique, déjà. C'est la femme africaine qui tient l'Afrique, qui tient l'humanité. De toute façon, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Nous sommes les premiers hommes. Je me demande même pourquoi Dieu n'est pas africain. Ja, also Kumba, das ist Afrika, das ist die afrikanische Frau und das ist die afrikanische Frau, die diesen Kontinent am Leben hält, auf den Schultern trägt. Und ich habe mich, und Afrika ist ja also die Wiege der Menschheit, also da sind die ersten Menschen zur Welt gekommen. Und ich frage mich ja auch, warum Gott kein Afrikaner ist. Oder vielleicht doch ist. Ich habe persönlich die Kraft von Kumba in dem zweiten Teil noch stärker gefunden, weil sie mit einer Intensität ihre Suche, ohne sich aufdrängen zu drängen, ohne irgendwas zu forcieren, einfach nur mit ihrer puren Existenz zu der Lösung gefunden hat und das komplett eigentlich dem Esprit ihrer Tochter überlassen hat, sie zu finden letzten Endes und dazu zu stehen, auf die Suche zu gehen. Oui, je suis vraiment d'accord. Bon, je suis d'accord avec lui.
C'est plutôt, c'est avec lui, je peux dire qu'en écrivant, je pense à ce qu'il a dit. Mais bon, quand on écrit quelque chose, quand on fait une œuvre d'art, on n'est plus maître. À partir du moment où les gens ont vu, chacun pense ce qu'il pense. Mais pour moi, Kumba est plus forte en France qu'en Afrique. Ja, ich bin Comme il völlig a mit dit. Ihnen einverstanden und es ist ja so, wenn also ein Künstler sich an die Arbeit macht, dann ist er nicht mehr der Herr oder der Meister des Themas, sondern das Thema nimmt von ihm Besitz, drängt sich ihm auf. Und ich bin also auch der Ansicht, dass Kumba in Afrika, in Frankreich stärker als in Afrika ist. Parce que Kumba vient en France avec deux situations différentes, la faiblesse et la force. La faiblesse parce qu'elle a abandonné son enfant et la force parce qu'elle tient avec toutes ses forces en se référant de sa culture, de ses mœurs, de sa religion pour retrouver sa fille. Une diplomatie très complexe. Ja, also Kumba kommt ja sehr gespalten nach Frankreich. Also einerseits mit diesem Gefühl, ich habe mein Kind aufgegeben, andererseits aber auch mit dem starken Wunsch, sie wiederzufinden. Und um überhaupt diese Wiederbegegnung oder dieses Wiederfinden ermöglichen zu können, bezieht sie sich wieder stärker auf die afrikanischen Traditionen und auf die, und überlässt sich diesem Prozess oder lässt sich auf diesen Prozess ein. Oui, parce que si Kumba ne venait pas avec sa culture, avec ses mœurs, ses croyances, elle vient avec la force, sa poitrine, je suis, je suis, je suis, elle n'allait jamais aboutir, elle n'allait jamais trouver la solution. Ja, und würde Kumba, hätte Kumba sich nicht eingelassen, also auf diese afrikanischen Traditionen, auf dieses afrikanische Wissen und immer nur einfach so nur besessen von diesem Wunsch, das Kind wiederzufinden, dann hätte sie das überhaupt nicht geschafft. C'est comme exactement comme les Blancs sont venus en Afrique. Und es ist genau so wie die Weißen seinerzeit, die nach Afrika kamen. Ils sont venus avec la Bible et le Coran, les Arabes, pour dire c'est Dieu, gna, 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 gna. Et derrière la main, il y avait le pistolet. Ja, und es ist ja genauso wie seinerzeit, als die Eroberer nach Afrika kamen und sei es jetzt, dass sie die Bibel in der Hand gehalten hätten oder für die Araber halt den Koran, aber so hinter dem Rücken hatten sie ja auch die Pistole. Donc la diplomatie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis très longtemps. Donc Kumba, elle s'est servie de sa propre diplomatie originale pour retrouver sa fille. Ja, Ohne Hinterhältigkeit. Ja, ich vielleicht übersetze jetzt mal gerade noch. Also Kumba hat sich ja so, also dieser alten afrikanischen Traditionen bedient auch und die also sehr diplomatisch eingesetzt. Aber hier kam dann der Einwurf ohne Hinterhalt, so dire sans arrière-pensée. Non, 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 c'est naturel. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Elle n'avait pas de pistolet, Kumba. Ja, Genauso wie Ja, non, non, il a fait, parce que les Blancs, ils avaient les fusils. Le haut et le fusil derrière. Non, oui, elle n'avait Kumba, pas de fusil, Kumba. Non, 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 il non, on tue personne. C'est les Blancs qui tuent les gens. Also ja, also die Weißen, die bringen die Leute um, die hatten halt so sozusagen das Gewehr und die Pistole im Hinterhalt oder beziehungsweise auf dem Rücken und das hat Kumba ja nicht. Elle avait la force de l'argument et non l'argument de la force. Sie hatte also, sie konnte mit Argumenten überzeugen und musste also nicht mit Gewalt ihre Argumente durchsetzen. Gibt es Fragen aus dem Est-ce que j'ai répondu à la Publikum? question? Das Fragen? Gut, sonst würde ich noch mal fragen, eben genau, wir haben jetzt über die sehr starke Persönlichkeit von Kumba gesprochen. Wie hast du diese Schauspielerin gefunden?
Genau, ist sie Schauspielerin? Was ist ihr, genau, also wie ouais, bist ouais, du Fatou zu ihr gekommen? Alors, comment j'ai trouvé Kumba? Fatoumata Diawara, je la connais depuis qu'elle avait 13, 14 ans. Ja, also wie ich, habe ich denn nun Kumba gefunden? Also ich kenne Fatoumata Diawara, seit sie ein junges Mädchen von 14 war. Je l'ai découvert sur le film de Cheikh Oumar Sissoko, La Genèse. Und ich habe also den Anfang gefunden bei Cheikh Oumar Sissoko. Cheikh Oumar Sissoko. C'est un réalisateur, mais il a été ministre de la Culture au Mali. Ja, und das ist also auch ein Filmemacher, der aber auch Kultusminister in Mali gewesen ist. Et j'ai travaillé sur ce film. Après, je l'ai rencontré à Paris. Je lui ai proposé le rôle de un rôle dans mon film. Il va pleuvoir sur Conakry, qui est déjà passé ici à Francfort. Ja, und dann habe ich sie in Paris getroffen, habe ihr auch vorgeschlagen, eine Rolle zu übernehmen in meinem Film Il va pleuvoir sur Conakry, also es wird über Conakry regnen, der ja hier auch schon gezeigt wurde. Intermède, je vous informe que j'ai des DVD de Il va pleuvoir sur Conakry, si vous voulez les acheter, parce que ça nous permet de... d'aller sur d'autres films. Ça, c'est une parenthèse. Ja, und jetzt voilà. Nochmal so kurz in der Klammer und gleichsam als Eigenwerbung. Also wer, ich habe also auch ein paar DVD dabei von diesem Film, Il va pleuvoir sur Conakry. Und wenn Sie das, wenn Sie den kaufen wollen, dann können Sie das auch nachher tun. Und ja, der Verkauf ermöglicht mir natürlich auch besser weitere Filme drehen zu können. C'est Natacha qui a les DVD. Also Natacha, wer? Oben an der Kasse. Oben an der Kasse. Okay. Donc, j'ai dit à Fatoumata, cette fois, je vais écrire un rôle pour toi, parce qu'elle est excellente. C'est une chanteuse professionnelle. Elle ne fait que tourner. En ce moment, on ne peut pas la voir. Et elle était d'accord. J'ai écrit le rôle. On a travaillé ensemble. Et voilà, c'est ce que vous avez vu sur le film, en fait. Ja, und dann habe ich zu Fatoumata gesagt, ja, also ich werde dir eine Rolle schreiben, die ist dir also wie auf den Leib geschrieben und das wäre heute, und sie hat natürlich ja gesagt und hat in dem Film mitgemacht, heute wäre das viel schwieriger, weil sie ständig auf Konzerttournee unterwegs ist. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Habe ich jetzt damit die Frage beantwortet. Und die junge Schauspielerin, also die Tochter sozusagen. Alors, la jeune, c'est Claire Simba, elle est camerounaise, elle vit à New York. Ja, und die Vanessa, also das ist eine kamerunesische Schauspielerin, Claire Simba, und die lebt derzeit in New York. Elle, c'est grâce à ma directrice de production, Annabelle Thomas, qui vit à Paris, on l'a trouvée. Pour la retrouver, je suis passé par Facebook. Heureusement qu'il y a eu Facebook. Ja, und die Schauspielerin, die habe ich also dank meiner Produktionsassistentin gefunden. Und dann hatten wir sie zwischenzeitlich aber auch mal wieder aus den Augen verloren. Und dank Facebook habe ich sie wieder gefunden. Oui, parce que cette fois, on était au Maroc ensemble, parce que j'ai dit au festival de l'inviter, elle est magnifique, c'est une jeune qui commence, elle est vraiment magnifique. S'il y a des réalisateurs allemands, je peux vous la conseiller, quoi. Also, und es war so, ich war dann mit ihr, und sie ist ja wirklich eine hervorragende Schauspielerin. Wir waren also zusammen auf dem Filmfestival in Marokko und sollte es also deutsche Regisseure hier im Publikum geben, dann kann ich sie nur wärmst, also kann ich Ihnen diese Schauspielerin nur wärmstens empfehlen. Die ist also super toll. On a eu un prix au Maroc, en fait. Ja, und so en passant möchte ich auch noch erwähnen, dass wir in Marokko also auch einen Preis gewonnen haben. Ma question porte sur la réception de ce film en Afrique. Est-ce qu'il était diffusé largement dans beaucoup de pays, étant donné qu'il y a aussi beaucoup de cinémas qui sont en train de disparaître?
Et comment étaient les réactions, la perception du public en Afrique? Also meine Frage, ich besetze vielleicht gerade selber, meine Frage geht über wie der Film in Afrika also verbreitet wurde, aufgeführt wurde, ob er sehr häufig aufgeführt wurde vor dem Hintergrund, dass viele Kinos in Afrika am Verschwinden sind und dann noch wie die Reaktion oder so die Wahrnehmung vom afrikanischen Publikum des Films war. Je peux? Oui, Ouais. oui. Ce film a eu la même réaction qu'il va pleuvoir sur Conakry en Afrique. J'ai eu le public, c'était au FESPACO. FESPACO 2015, 2015, ouais. On a eu un succès fou. On était très contents. On a eu même le prix de la diaspora Paul Robson. Donc c'était magnifique. Ja, also der Film hatte wirklich einen durchschlagenden Erfolg in Afrika. Und ich konnte also an den Erfolg anknüpfen es wird über Conakry regnen. Also der Film wurde 2015 auf dem Fest Bako gezeigt und es war einfach toll und wunderbar, wie der ankam. Depuis le FESPACO, ça fait vraiment, on a beaucoup voyagé du FESPACO. On est parti à Montréal, on est parti à Seattle, aux États-Unis, on est parti à Rio de Janeiro, on est parti au Maroc, on est venu à Stuttgart, on est venu à Tübingen, on est venu à Hambourg. Aujourd'hui, on est voilà, on est à Francfort et il s'est demandé, 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 demandé. Donc, ça va, le film a une audience que vraiment bien, quoi. Ça va. Also der Film ist ja wirklich, also die Nachfrage nach dem Film, die reißt einfach nicht ab. Er wurde in Montreal gezeigt, er wurde in Seattle gezeigt, er wurde in Rio gezeigt, er lief in Stuttgart, in Hamburg und weiß Gott noch wo und in Tübingen und wie gesagt, die Nachfrage ist sehr groß. Ah, oui. Il a été distribué au Burkina Faso. Donc distribué, il est passé au Burkina Faso, au Sénégal aussi. En Guinée, je l'ai présenté et c'est de la Guinée, je suis venu ici. Il y a des projections qui sont prévues en Guinée les semaines qui viennent. Voilà. Donc on a des problèmes, c'est vrai qu'on a des problèmes de salles de distribution en Afrique. Mais tout ça, c'est en train de se régler. C'est en train de se régler petit à petit. C'est très compliqué. C'est une question d'économie et de cohérence des distributeurs. Mais c'est en train de se régler. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va revenir. Parce que nous, on a beaucoup de choses à dire en Afrique. Ja, es ist ja so, da kam nochmal die Frage, also jetzt abgesehen von den großen internationalen Festivals, ich hatte ja gefragt, wie ist es also in Afrika? Und dann kam die Antwort, ja, also das ist etwas schwieriger, das ist langwieriger, weil der Vertrieb halt einfach noch nicht so ausgebaut ist oder nicht so existiert wie in Europa, in anderen Ländern. Aber schon, und wie gesagt, es dauert alles etwas länger in verschiedenen westafrikanischen Ländern gezeigt. Il est passé en Zanzibar, il est passé dans d'autres, en Afrique du Sud. Et le 19 février, je vais partir en Guadeloupe. En France, je ne cite pas parce qu'il est beaucoup demandé en France. Je vais venir à Lyon, tout ça, etc., etc. Donc, il a une audience qui est bien. Es ist ja so, also in Afrika, ich möchte hier noch Sansibar erwähnen, dann werde ich demnächst in die Karibik nach Guadeloupe und in Frankreich ist die Nachfrage natürlich auch sehr groß. Ich werde noch nach Lyon gehen und an andere Orte. Lautsprecher, okay. Elle va traduire, mais à toi, pour encore mettre la question du monsieur très claire, en fait, ça a eu une audience vraiment sur le plan au niveau européen. Le film a eu une très grande audience. Malheureusement, ce n'est pas la même audience en Afrique.
Non, 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 si, 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 si. Je peux dire la... Attends, also einfach nochmal, es wurde nochmal so pointiert, jetzt so gesagt, okay, die internationale Publikumserfolg ist unbestritten, aber ich würde ja gerne doch nochmal nachhaken, so um auf Afrika zurückzukommen. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais cru comprendre. Comme quoi, sa question était, comme les films, les cinémas ferment, ouais. Est-ce que, comment est-ce que ce film peut avoir la même audience qu'en Europe? Oui. Alors, c'est ça. Ja, und dann war ja die Frage, also, und es sagte dieser Herr, hatte dieser Herr ja schon angesprochen, also da ja in Afrikas viele Kinos schließen, also wie kann dann dieser Film, der in Europa und in den USA oder in anderen Ländern so einen großen durchschlagenden Erfolg hat, wie ist das dann in Afrika möglich? Les pays que j'ai cité, le Burkina Faso, il y a encore des salles. Il y a encore des salles. Le Sénégal, il y a encore quelques salles. Vous voyez? Et dans les autres pays comme la Guinée, il y a les salles des ambassades de France ou de... C'est ça. C'est pas, on n'a pas des salles partout. Also es, voilà. Es ist ja so, also Kinosäle gibt es nicht wie Sand am Meer oder überall, aber es ist so, dass in Burkina Faso oder auch im Senegal, da gibt es noch ein paar Kinosäle, wo der Film gezeigt werden kann. In anderen Ländern wie in Guinea ist es so, dass man dann also auf die Räume der Botschaften oder Kulturinstitute zurückgreift, um den Film zeigen zu können. Oui, c'est un peu la même chose parce que de toute façon ici, c'est pas un film distribué, c'est un film de festival. C'est comme ici aujourd'hui, il y a des gens à Ouagadougou, il y avait pas de place. À chaque fois que le film passe, il y a pas de place dans toutes les salles. Donc c'est un peu la même chose. C'est donc l'audience, c'est pareil. Ja, es ist ja so, das ist ja grundsätzlich ist es ja so, dass dieser Film also eher ein Film ist, der auf Festivals gezeigt wird. Und als er in Ouagadougou gezeigt wurde, ja, da gab es einfach, der war ausverkauft und man konnte keinen Platz mehr haben. Voilà. Est-ce que on a répondu aux questions? Sind damit die Fragen hinreichend beantwortet? Die Rolle von Vanessa ist, sehe ich das als sehr aktuell und wichtig, gerade mehr in Afrika, in Europa, weil viele Kinder doch werden nach europäischen Ländern adoptiert und ich habe selbst einige Jugendliche miterlebt, denn ihren Identitätssuche Jugendliche so Probleme gehabt haben und noch haben. Daher ist es sehr, ich sehe, das ist sehr wichtig und Oui, l'adoption, c'est toujours différent parce que selon les pays, ça dépend des pays, ça dépend des problèmes, des politiques des pays. En Afrique, l'Afrique est très grand. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Chaque pays a ses lois, il y a des pays qui acceptent l'adoption, il y a des pays qui n'acceptent pas. Mais l'adoption, c'est universel. Effectivement, jusqu'à présent, on continue à adopter, et en Afrique et ailleurs. Parce que le truc est que les pays qui adoptent, il y a problème de fécondité, il y a problème de naissance dans ces pays-là. Donc les gens ont besoin de combler par l'adoption. Also es ist ja so, Adoption ist ein universelles Problem und in Afrika gibt es Länder, wo das eher möglich ist und ich möchte auch nochmal sagen, also Afrika ist ein Kontinent und nicht ein einziges Land und Adoptionen werden weltweit gemacht und sie werden auch weltweit gemacht, um also auch bestimmte Mängel, also einfach wenn man keine eigenen Kinder haben kann, um ja die zu kompensieren. Le truc est que, parce qu'il y a la semaine dernière, j'écoutais même sur France Inter la question des enfants qui recherchent leurs parents. Mais là, ce n'était pas des adoptions, c'était des enfants volés à leur maman.
ou alors les mamans payées pour faire des enfants et donner à d'autres personnes. Les enfants ont grandi, ils recherchaient leurs parents. Ja, ich habe also letzte Woche gerade auf France Inter eine Sendung gehört und da ging es also um Kinder, die ihre Eltern gesucht haben, zum Teil also auch Mütter, die gegen Bezahlung schwanger wurden und die Kinder ausgetragen haben und ja, es ging grundsätzlich um Kinder, die ihre Eltern gesucht haben. Mais vous avez aussi montré la recherche de l'identité de par exemple de Vanessa et de ce... Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, parce que tout est différent. L'adoption, c'est une question très vaste. C'est très vaste. Le seul point commun est qu'il y a eu un abandon quelque part. Ja, also die Adoption, das ist also wirklich ein weites, komplexes Thema. Aber so das, was vor der Adoption liegt, ist ja, dass ein Kind oder Kinder im Stich gelassen wurden. Oui, parce que Vanessa, elle est noire. Son père et sa mère sont blancs. Il ne faut pas être con. On sait que... C'est pas ses parents. Vanessa ist also schwarz, die Eltern sind weiß, also da braucht es ja nicht viel, um festzustellen, ja, das ist wohl ein Adoptivkind. Donc quelque part, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on lui dise la vérité d'où elle vient. Ja, also da gibt es im Hinterkopf oder irgendwo gibt es ein Problem und irgendwann wird man diesem Kind oder diesem Mädchen sagen müssen, woher es eigentlich kommt. C'est ça la question de l'adoption, parce que effectivement Vanessa sa mère est venue la trouver dans deux situations. D'abord la crise d'adolescence et la crise de repère. Ja, und als die Mutter Vanessa wiedergefunden hat, hat die Tochter ja in einer doppelten Krise gesteckt. Also einerseits so wirklich so die Pubertät und das Erwachsenwerden und dann aber auch so der Mangel an Wertvorstellungen und Bezugspunkten. C'est pourquoi sa mère lui a dit, je ne suis pas venu, je suis venu pour te donner à toi et à moi. Und aus diesem Grund sagte die Mutter auch zu ihr, ich bin hierher gekommen, um dir und mir das zu geben, was uns die ganze Zeit und die ganzen Jahre über gefehlt hat. Encore une question. Noch eine Frage. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, ja, genau. Und pour clore le. Ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Kommen. Ihnen auch, genau. Und bis die Tage.